Willkommen zurück bei Licht und Finsternis. Tja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter in diesem sumpfigen Gebiet. Und wir haben jemand Neues in die Gruppe bekommen, nämlich Selena, die wir ja schon jetzt ein paar Mal getroffen haben. Die ja von diesem Kirchenorden ist, glaube ich. Sie und ihre Gruppe wurde ja überfallen und jetzt wollen wir mal versuchen, da noch irgendwas zu retten oder so. Ich weiß noch nicht. Versuch so viele Soldaten wie möglich zu retten. Die Karte unten gibt an, wo sich die Soldaten befinden. Je mehr die Farbe gegen Rot geht, desto tiefer sind sie schon versunken. Ach okay, die müssen wir jetzt irgendwie aus dem Moor befreien. Na, hoffentlich wird das klappen. Gut, da geht es auch schon los. Hier ist schon mal nichts. Das müssen wir natürlich alles ein bisschen strukturierter machen. Da sehe ich schon einen. Gut, den hätten wir schon mal. Ja, man muss natürlich das ein bisschen koordinierter machen, klar. Aber bis jetzt ist das noch ganz überschaubar, finde ich. So, das oben hätten wir schon mal. Jetzt gucken wir, ob wir da unten schon irgendwas finden können. Also hier lang. Ja. Gut, ich will natürlich keine Zeit verlieren. Wäre natürlich schade, wenn wir das irgendwie vermasseln würden. Ach, und da unten sehe ich ja jetzt die Karte. Fällt mir jetzt erst auf. Das sind sie alle. Oh, der surft gleich ab. Gut, ging nochmal. Gut, ja, hier sind wir auch fertig. Das nächste ist anscheinend hier drüben. So, und jetzt sollten wir uns beeilen zum ersten. Ach, diesen hier. Und da unten sehe ich ja noch einen. Da stehen irgendwelche Leute, das finde ich gerade ein bisschen komisch. Die Sektenanhänger können warten. Wir müssen zuerst die Soldaten retten. Ach, ich kann doch noch nicht weiter. Shit, ich muss woanders hin. Da ist er, da ist er. Komm schnell. Verdammt. Mist. Mehr Soldaten sind nicht zu sehen. Ach Mann. Nur deswegen. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte nehmt das hier. Kettenrüstung erhalten. Ja, ich bin mir sicher, wenn wir alle gefunden hätten, dann hätten wir noch irgendwas Tolles bekommen. Aber na gut, was soll's. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Sektenanhänger kümmern. Ach Mann, ihr doofen Sektenanhänger. Habt alles vermasselt. Jetzt gibt's Dresche. Ich nehme euch im Namen der Kirche gefangen. Leistet keinen Widerstand oder ich bin gezwungen, Gewalt anzuwenden. Dann versuch es doch, Priesterin. Okay, also mit denen werden wir fertig. Na dann los. Ja, der unten sieht ein bisschen gefährlich aus, dieser gelbe, aber den werden wir gleich als erstes angreifen. Kikrin. Na gut, wir sind zu dritt, auf ihn mit Gebrüll. Ich hätte vielleicht vorher die Kettenrüstung noch ausrüsten sollen. Okay. Aua. Na gut, wir können noch keine Energie verwenden, also wird weiter angegriffen. Ich hätte mich vielleicht auch erst um das Kleinzeug kümmern sollen, da das zuerst weg ist, aber... Ja gut, was soll's. Tierheim ist dran, was... Hast du denn alles anzubieten? Ich glaube, ich werde eine Heilung gleich mal verwenden. Das könnten wir auch machen, den Jade-Talisman benutzen. Ich weiß noch nicht. Eine Heilung. Ja doch, wir heilen jetzt jemanden. Und zwar uns selber, würde ich sagen. Obwohl ihr... Wir machen es mal auf uns selbst, denn wir sind ja der Einzige, der heilen kann. Deswegen denke ich mal, ist das auch wichtig. So, wir können mal gucken, was Selena alles kann. Sie kann auch die Gruppe heilen, das ist sehr gut. Und benötigt nur 4 Energie? Ich dachte, das war immer 6. Na egal, das wäre ja schon mal sehr gut. Dann heilen wir doch, Lea oder uns. Ich überlege gerade. Ne, wir heilen Lea.
was ihr doch weniger hat. Ich hoffe mal, die gehen jetzt nicht alle auf Selina. So, ja, immer schön den da unten angreifen. Da bleiben wir jetzt dran. Und solange wir uns hier so heilen, dann sollte es kein Problem sein. So, ich guck nochmal Magie. Wir können uns ja schon wieder heilen, glaube ich. Glimmerstab, genau, 4 Energie. Diesmal auf sie selbst. Och nö. Schlaf, okay. Mal gucken, ob wir da was haben. Hexenelixier. Oder Blaukraut. Das Gegner einschlafen. Statuswerte um 1. Ich glaube, das Wunderkraut muss ich... Ich weiß nicht, ob das nur temporär für einen Kampf ist oder allgemein. Energie 20. Hebt alle negativen... Nee, das ist zu über. Halt Status zu sehen. Zustände. Versuchen wir es mal mit dem Blaukraut. Und zwar auf Tiram. Und es funktioniert nicht. Also irgendwie kapiere ich das noch nicht. Shit. Naja, was soll's. Wir haben 8 Energie. Wir werden weiter angreifen. Reinigung. Ja, mach einfach mal. Okay. Ja, Schaden ist okay. Denke ich. Blöd, dass wir jetzt nur noch zu zweit sind. Wir gewinnen 8 Energie. Nee, das können wir uns nicht leisten. Ansonsten haben wir ja bekanntlich nichts. Okay, was soll's. Greifen wir weiter an. Hätte ich schon fast den falschen ausgewählt. Och, und Tiram ist auch wieder zurück. Sehr toll. Ich glaube, da spare ich mir das nächste Mal diese ganzen Items, weil irgendwie funktionieren die nicht. Keine Ahnung. Habe ich wohl noch nicht so ganz kapiert. Wir greifen jetzt erstmal noch eine Runde an. Ja. Egal. Wir greifen jetzt erst noch eine Runde an. Sammeln uns noch schön Energie. Oh. Das ist hässlich. Na gut, 10 Energie, was soll's drauf damit? Wirbeln war jetzt nicht so toll, aber ich glaube, was anderes haben wir ja nicht. Oder Bernsteinfunken. Och, mach mal. Das könnte gut ziehen, oder? Ja gut, es geht immerhin auf alle. Oh, und der pennt schon wieder. Tiram, was ist los mit dir? So, was hast du denn? Ach, dieses Reinigung. Das war aber nicht schlecht, glaube ich, oder? Dann müssen wir uns mal heilen. Nee, wir heilen uns zuerst. Das ist besser. So, wie geht's denn schlecht hier, Selina? Ich würde sagen, das geht erstmal auf uns selbst, da wir eh noch vergiftet sind. Okay, dann wird weiter angegriffen. Gut, immer den da unten. Das sollte bald weg sein, hoffe ich doch mal. Nein! Jetzt pennt meine ganze Gruppe ein. Och Mann. Na gut, wir heilen uns weiter durch. Ich würde sagen, jetzt auf Tiram. Oder auf uns. Nee, wir machen auf uns. Wird langsam ein bisschen kritisch. Ja, jetzt sind wir alle drei vergiftet. Huch, jetzt macht er ein Schild auch noch auf sich. Aber immerhin ist Lea wieder aufgewacht. So, 10 Energie. Ja, immer drauf damit, würde ich sagen. Heilung. Ach, warum nicht? Kostet dann nicht allzu viel. Lieber auf Nummer sicher gehen, würde ich sagen. Dann einmal auf Lea. So, ja gut. Sieht zwar nicht so ganz prickelnd aus, aber es läuft, würde ich sagen.
So. Ja, jetzt geht es wieder weiter mit der Heilung. Ich will alle nochmal ein bisschen vollbringen, bevor ich da jetzt weiter angreife. Das ist mir lieber. Ach Moment, Lea kann nicht heilen. Das kann ja nur Tiram. Stimmt. Gut, dann machen wir mal, keine Ahnung, Wirbelwind. Oder diesen. Moment, ich muss noch schnell gucken. Bernsteinfuge, ja, das ist aber nicht so gut. Ach, dann machen wir den Wirbelwind. Ja, ist okay. So, und schon hat sie sich wieder schlafen gelegt. Na gut, Selena. Sollen wir irgendwas heilen? Nee, wir greifen jetzt einfach mal an. Sonst wird hier nie Ruhe. Der kann doch nicht mehr allzu viel haben. Ich meine, wir haben bis jetzt nur auf einen. Oh oh. Wir haben bis jetzt doch bloß auf einen konzentriert und Tiaram hatte nochmal verdammt Glück. Okay, cool bleiben. Glimmerstab. Und zwar schnell auf Tiaram. Mein lieber Scholli, also ich muss öfter heilen. Ich muss öfter heilen, das war schon wieder zu knapp. Tiaram ist dran, okay. Dann hatten wir es hier nicht? Doch, Glimmerstaub. Kostet auch nur 4 Energie, okay. Habe ich mich getäuscht. Auf Selena. Den Fehler begehe ich nicht nochmal. So, sie kann es auch wieder machen. Und zwar auf Lea und dann sieht's doch. Ne, Moment, wir machen das auf Tiaram. Dann sieht es doch schon gar nicht mehr so schlecht aus. Gut, wir gehen mal langsam wieder zum Angriff über, beziehungsweise Lea möchte ich noch einmal heilen. Hier. So, schon sind wir wieder voll. Energie 6, mal gucken. Angriff 75, naja, war jetzt nicht so toll, aber egal. Okay, und er steht immer noch. Wollt's mir mal weiter drauf. Also es sind schon anspruchsvolle Kämpfe, muss man sagen. Das. Ich bin echt sehr überrascht. Das ist man eigentlich nicht gewohnt von solchen RPG-Games. Aber trotz allem doch schön. Also ich meine, irgendwo mag ich es, wenn man gefordert wird. Gut, wir greifen nochmal neu an. Also normal an. Und dann würde ich sagen, kann Tiaram doch mal wieder irgendwas Schönes rauskloppen. Im Teil geht es ja noch mit unserer HP. Oder wie man auch in solchen Spielen irgendwie sagt, das weiß ich jetzt nicht. So, nochmal eine komplette Runde Gift. Das juckt mich nicht so viel. Flammschlag. Ne, den grünen Ritter will ich jetzt nicht. Und sorry, dass ich immer wieder reingucke, ich sollte es allmählich wissen. Irgendwie habe ich momentan nur den Flammenschlag, habe ich das Gefühl. Tja, und er steht immer noch. Das gibt's doch nicht. Ich habe mir echt den größten Brocken gleich zu Anfang rausgesucht. War vielleicht gar nicht mal so klug. So, schaffen wir es noch einmal 57? Nein. Nein, 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 wir haben dazugelernt. Falsch, falsch. Moment, Lea. Ach, da sind wir eh falsch. Okay. Aber wir werden Selena als nächstes heilen. Gut, Tiaram ist dran. Einmal Glimmerstab auf Selena. Würde ich sagen, ja. Weil sie ist wichtig, dass er auch heilen kann. Das ist natürlich schon praktisch, zwei Heiler in der Gruppe zu haben. So, Lea ist dran. Du greifst bitte nochmal an. Und Selena wird dann wieder heilen. Und zwar Lea. Okay, läuft.
Doch, ja, wir haben noch nicht mal einen einzigen Gegner erledigt. Ich hoffe, das wird sich jetzt dann mal ändern. So, diesmal weiß ich es besser. Spezialtechniken und los. Och, das gibt's doch nicht. Mann, jetzt stirb. Gut, jetzt greifen wir mal wieder ein bisschen normal an. Energie 4, okay, das reicht, aber wir haben momentan Lea. Gut, die soll auch nochmal normal angreifen und als nächstes heilen wir uns wieder. Gut, Tierram, Magie, Glimmerstab auf uns selbst, würde ich sagen. Ja. Schlafen, okay. Also die Zustände sind schon lästig. Aber mit diesem Gift, man kann noch leben. So, Glimmerstab auf Selena. So, und schon sind wir wieder voll. Alles klar, dann greifen wir mal weiter an. Und als nächstes würde ich sagen, rotzen wir mal wieder ein paar Spezialangriffe raus. Selena. Gut, ich würde sagen, du bist jetzt dran mit irgendwas schicken. Reinigung, ja, was anderes hatte sie ja nicht. Och, mach einfach. Doch, er steht immer noch. Also, das hätte ich nicht von diesem komischen Baummonster erwartet. Okay, 4 Energie. Tieram ist dran. Ja, wir fangen wieder an, uns zu heilen. Gut, wem geht's denn am schlechtesten? Uns selbst. Ja gut, dann machen wir mal. Lia hat ja leider momentan Schlaf. Tja, eine helle Runde, es hilft nichts. Das nächste ist, ja gut, ich hätte Lia vielleicht gleich wählen sollen, aber egal. So, du greifst nochmal an. Mensch, das gibt's doch nicht. Wann sind denn die endlich mal hinüber? Das ist doch der Wahnsinn. Okay, Lia. Ja, es ist wirklich notwendig, hier zwei Heiler zu haben. So, Tieram ist dran. Du greifst wieder normal an. Also wir müssen immer ein bisschen Energie in Reserve haben, um uns zu heilen. Das ist sehr wichtig. Doch ich würde doch hoffen, dass er irgendwann mal hinüber ist. Oder muss ich erst die anderen beiden fertig machen? Ich weiß ja nicht. Also allmählich würde ich schon fast dazu tendieren. Weil er halt überhaupt nicht stirbt. Also das kann ja nicht sein. Na gut, weiter. Och, endlich. Gut, einer weniger, das war eine harte Geburt. Ich meine, wir sind jetzt schon eine Viertelstunde ungefähr am Kämpfen, nicht ganz. Und haben gerade mal einen Gegner bezwungen. So, alle vergiftet, aber Energie lässt es leider noch nicht zu, dass wir was machen. Naja, ich denke mal, diese hier halten nicht so viel aus. Trotzdem heilen wir uns mal, und zwar Tieram, würde ich sagen, ja. Finde ich ja toll, dass sich die Energie immer wieder auflädt während des Kampfes. So, okay, uns geht's gut, also weiter Angriff. Ja, die sind schon um einiges einfacher. So, einmal drauf gekloppt und jetzt sind sie eh schon fast hinüber. Gut. Tja, wir haben ja jetzt noch Energie, das wird ja immer pro Kampf resettet, deswegen werden wir uns wieder heilen. Damit sich das auch lohnt, also Lia erst einmal, damit sie wieder voll ist. Energie 4, ja, Lia kann nicht heilen. Vielleicht steht er noch und ansonsten, ja, okay, was soll's. 32 EP erhalten, Goldmünzen hat es natürlich wieder keine gegeben und auch keine Stufe. Mach dir keine Sorgen. Ich denke, die Soldaten schaffen es alleine, die Sektenanhänger in die Hauptstadt zu bringen. Wie konnte es nur so weit kommen?
Ich verstehe nicht, wieso sich so viele Leute von Primas abwenden. Die Kirche hatte doch schon öfters mit solchen Sekten zu tun. Das sind nur ein paar Unruhestifter. Ich wünschte, du hättest recht. Aber die Lage ist so schlimm wie nie zuvor. Als wir durch die Dörfer zogen, hörten wir die Leute nur über dieses eine Thema reden. Viele von ihnen beginnen an der Stärke der Kirche und an Primas zu zweifeln. Und ich kann sie sogar verstehen. Überall tauchten plötzlich Dämonen auf und wir sind völlig machtlos. Es wird Monate dauern, bis wir in jedes bedrohte Dorf Truppen gesandt haben. Dafür gibt es ja solche Dämonenjäger wie mich und Tiram. Wir werden euch helfen, sie wieder zurück in die Unterwelt zu jagen. Oder was meinst du, Tiram? Hä? Vielen Dank, dass du mir so aufmerksam zuhörst. Ich habe nur gerade über dieses Bannfeld nachgedacht. Priesterin, was weißt du darüber? Über das Bannfeld? Ich denke nicht mehr als ihr. Erzähl mir trotzdem alles, was du weißt. Dann lass mich ein bisschen weiter ausholen. Wie ihr wisst, wurde unsere Welt vor langer Zeit von seiner Heiligkeit Primas erschaffen. Er bevölkerte die Länder mit den unterschiedlichsten Tieren und erfreute sich an ihren Leben. Doch den Tieren fehlte ein freier Wille und so entschloss sich Primas, noch eine andere Lebensform zu erschaffen, uns Menschen. Viele Jahrtausende lebten die Menschen in Einklang mit ihren Mitgeschöpfen und ihrem Gott Primas. Aber eines Tages begann einer der Menschen, sich gegen Primas aufzulehnen. Sein Name war Osmodeus. Er brachte Hass, Gewalt und Tod in die Welt, um Primas Schöpfung zu zerstören. Am Ende blieb Primas nichts anderes übrig, als Osmodeus unter die Erde zu verbannen. Selbst dort ließ er nicht von seinem Hass ab und schwor schreckliche Monster, die alles Leben auf der Oberwelt vernichten sollten. So erschuf Primas ein Bannfeld, das die beiden Welten voneinander trennt. Im Laufe der Zeit verwandelte sich Asmodeus in einen Dämonen und herrscht nun über die Unterwelt. Immer darauf wartend, dass sich sein Neumond über Primas Sonne erhebt. Warum fängt gerade jetzt das Bannfeld an, schwächer zu werden? Das weiß ich leider auch nicht. Wir werden es wohl herausfinden, wenn wir der Spur der Dämonen folgen. Deswegen müssen wir auch nach Nirata. In Nirata sind also auch schon Dämonen. Bitte, lasst mich mit euch kommen. Das ist keine gute Idee. Du bist nur eine Priesterin und ich habe keine Lust, ständig auf dich aufzupassen. Och, war doch eine gute Heilerin. Tiram! Du hast doch eben gesehen, dass sie gut auf sich alleine aufpassen kann. Und wenn schon, ich habe keine Lust, die Belohnung noch mit jemand anderem zu teilen. Ich werde keinen Sold einfordern. Mir geht es nur darum, den Menschen zu helfen. Siehst du? Also stell dich nicht so an. Das sehe ich mal als Ja an. Vielen Dank. Durch den Tod der Krins wird sicherlich eine weitere Brücke über den Sumpf aufgetaucht sein. Lasst uns weitergehen. Uff, ja meine Güte. Nicht schlecht, muss ich sagen. Also ein verdammt harter Kampf. Aber mit zwei Heilerinnen. Es war zum Glück machbar. Na gut, wir sind hier fertig. Gehen wir zurück zum Speicherpunkt, denn ja, der Kampf hat leider den ganzen Part gefüllt. Aber was soll's, es war auf jeden Fall sehr spannend. Zumindest für mich, also ich bin froh, dass es überstanden ist. Gut, nur noch zurückfinden und dann war es das erst einmal. Hier ist auch unser Speicherpunkt und wir kommen auch nicht mehr zurück. Okay. Ich möchte jetzt nur noch kurz in die... Ich möchte jetzt in die Ausrüstung gucken, so wollte ich sagen.
Und da wollte ich natürlich jetzt noch wegen den Rüstungen gucken. Und zwar die Kettenrüstung können wir jetzt anziehen, die wir gefunden haben. Ist auf jeden Fall besser. Und ja, schwere Brustpanzer, den könnten wir natürlich leer geben. Okay. Ach nee, falsch. Moment. Schwere Brustpanzer. So. Und Selena. Ach, die hat schon einen. Okay. Respekt. Ach, was mache ich denn? Ja gut, dann würde das doch eh passen. Hier haben wir nichts. Talismane ja auch nicht. Ich denke, das passt dann. Kettenrüstung, Brustpanzer, Brustpanzer. Auch wunderbar. Ich denke, wir sind gerüstet für das nächste Mal. Und ja, ich hoffe, ihr schaut dann auch wieder rein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bei Licht und Finsternis.